So, da haben wir auch schon einen Spieltag. Mucki mit einer 10er Trainingsnote, sehr, sehr gut. Pfeile nach oben, sehe ich immer sehr gern. Wird kein neuer dazugekommen. 4-1, Knaufi. Man of the Match. Rainer macht es auch super. Guerrero wieder voll im Training. Das sieht man doch gerne. Das liest man gerne. Nur von Anfang an würde ich ihn gerade ungern spielen lassen. Sollte Not am Mann sein. Gerne natürlich im zweiten Durchgang. Aber hoffen wir mal, dass wir überhaupt keinen Not am Mann haben werden. Und ich werde natürlich direkt von Anfang an dann auf eine ausgewogene Taktik legen und Ausrichtung legen. Ist noch nicht bei 100%, das heißt, er kann fast 90 Minuten spielen. Okay. Ja, mal gucken. Koulibaly brauchen wir nicht auf der Bank, oder? Nee. Vielleicht ja mal Angelo. Also Leute, drückt uns die Däumchen. So. Ich hoffe, die werden heute nicht wieder so effektiv vor dem Tor sein. Und Mucki hat sich schon was zugezogen. Emre Benjamin. Schwer. Courtois kam sehr schnell raus. Hat der Belgier schon ganz gut gemacht. Oh, was für ein Monster. Sesko einfach ist. Er gewinnt fast wirklich gefühlt jedes Kopfballduell bei den Eckball von uns. Neres fehlt schon sehr stark, ne? Oder Jude nach vorne. Ja. Kann ja klappen. Gut, gut. Och, was hast du denn für... Was war das für ein Schuss? Hallo. Und wieder Sesko. Zum, ich glaube, 3 Eckbälle hatten wir, die gezeigt wurden. Und jedes Mal konnte Benjamin aufs Tor köpfen. Weiter, Leute. 11:3 Schüsse. Also... Das kann nicht sein. Toller Ball von Emre auf Zakaria. Komm, Chance lebt noch. Sehr gute Flanke. Und das mit dem Kopf. War das jetzt sein Ernst? Geil. Ja, Daniel. Guter Kopfball. Schön rein. Gesenkt. Oh. Da bin ich kurz mit dem Stuhl in den Tisch
gehauen. Hab ich gehauen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Daniel! Man könnte sagen, verdient. Und ich sag's auch, es ist verdient. Ich sehe schon direkt jetzt. Man tritt mal wieder vorne. Und direkt Tor, ne? Ne, okay, gut. Gut, mit dem Köp. Rot, rot. Das muss rot sein. Leute, das muss rot sein. Das muss auf jeden Fall rot sein. Und ich hätte jetzt auch gerne eine Anspielstation mehr da vorne. Nur wie sollen wir das hinbiegen? Zum Beispiel Gio als... Ja doch, oder? Auf geht's, auf geht's. Hey. 21 zu 4 Schüsse und auch schon im Hinspiel waren wir viel überlegener. Wäre die Mannschaft von uns, glaube ich, ein Ticken besser, dann würden wir führen. Rafa für Nico. Nein, wobei. Süle hat nur eine 6,9. Dann gehst du mal raus. Höher. Ich will den Sieg jetzt in der regulären Spielzeit. Ich will es jetzt. Sesko. Diesmal hat Mariano Diaz gewonnen. Das Kopfballduell Bellingham. Sehr gut von Akanji. So muss man das machen. Ein langer Abschlag und irgendwie Sesko hat keinen Bock zum Ball zu gehen, warum auch immer. Da holt man Zagadou in die Abwehr, damit er auch ein Frischer ist, der vielleicht noch genug Kraft hat. Und dann sowas. Dann fabriziert er wirklich sowas. Nicht zu viel Platz geben. Das ist immer noch Real Madrid. Ecke, 115. Jude Bellingham Netz. 115. So, ausgewogen. Boah. Gut, Berlin. Wir haben die Pille, wir haben die Pille immer noch. Wir haben sie sehr gut auf Dest. Dest, mach ihn, mach ihn. Hinterlaufen braucht man auch nicht mehr. Wenn man sie bestätigt, ne? Halbfinale.
Und wir schaffen es trotz der ganzen Verletzungen und anderen Problemen immer irgendwie die Mannschaft so hinzustellen, dass es gut klappt. I love it. Ein Tor, eine Vorlage, Jude. Als rechter Mittelfeldspieler. Und im Halbfinale dann gegen RB Leipzig. Voll geil. 3 von 4 Teams sind aus Deutschland. Das heißt, mindestens einer wird im Finale sein. So eine erfolgreiche Champions League habe ich bei uns noch nie gesehen im FM. Supi. Supi. Und jetzt in 3 Tagen bei den Bayern. Okay. Aber die haben ja zum Glück auch gerade gespielt, also das ist doch immer ausgeglichen, ne? Boah, was für eine Crunch-Time. Da kommt direkt Leverkusen noch rein. Hier oben. Es nimmt einfach kein Ende. Was für ein Schlusssport. Was für ein Saisonende. Ein Sieg, auch klar. Ein Sieg. Und wir sind Meister. Ein Sieg und das war's dann. Was ist denn mit Niklas los? Und man kann, trainiert gerade ganz halt schlecht und wenn man den lobt, er kritisiert, dann versteht er es nicht. Das ist immer so eine gefährliche Entwicklung in meinen Augen. Nochmal mit Trainingslob alles rausholen hier. Die letzten kleinen Prozentpunkte. Gut. Auch bei den Bayern wird ausgewogen gespielt. Also so unfassbar gut, wie das geklappt hat gegen die Königlichen. Mir ist ja blöd von mir, das nicht zu machen, ne? Ja, du brauchst noch ein paar Tage, du brauchst noch ein paar Tage. Einen neuen Vertrag. Gerne, gerne. Läuft eh noch 2 Jahre, da kann man ruhig mal verlängern. Schlüsselspieler ist auch auf jeden Fall richtig. Das gibt es nicht, das gibt es auch nicht. Gut. Noch jemand unzufrieden? Mir nicht danach aus, ne? Sieht mir nicht danach aus. So, Rafa für Nico. Rechts Felix. Akanji würde ich ja schon gerne da spielen lassen, aber komm, nehmen wir mal ab. Zakaria, bei Zagadou bin ich vorsichtig. Auf zum deutschen Klassiker und wirklich, also noch topspieliger geht's nicht. Hier kann so vieles entschieden werden. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann spielen die Bayern ohne Mbappé. Und Emre Can passt noch zurück, obwohl Kobel auf dem Boden noch liegt. Also bitte, wie... Habt ihr das gesehen? Und wir haben schon 3 gelbe Karten nach 11 Minuten. Geil. Wie kann man denn bitte schön einen Rückpass zum Keeper spielen, der 1 Meter entfernt ist, wenn er noch auf dem Boden liegt? Nicht dein Ernst.
Das war aber schnell. Kann mir recht sein, ne? Boah, Daniel. Kannst ja nichts mehr. Mucki nach vorne. Und Jude. Natürlich rechts. Als Flügelspieler. Marco. Jude Bellingham. Was will er denn prüfen? Handspiel oder? Wir sind in Führung. Wahrscheinlich Handspiel, ne? Okay. Marco, du musst mal durchmachen. Ja, das wäre die Entscheidung in der Meisterschaft. Und die beiden hatten ja bislang nur diesen einen Freistoß, wo Emre Can diesen Rückpass gemacht hat, ne? Hinterlaufen muss man nicht mehr. Neunundachtzigste. Oh. Och, das haben wir gewonnen. 16 zu 5 Schüsse für die Bayern. Aber ihr habt ja auch gesehen, es gab wirklich jetzt nur zwei Highlights. Diesen Freistoß ganz am Anfang und das jetzt. Wir standen defensiv gut. Wir haben 4 Schüsse zugelassen, die nicht sehr interessant waren. Und damit haben wir jetzt 6 Punkte Vorsprung. 4 Punkte reichen noch. Also was wir jetzt aus diesen Spielen alles rausgeholt haben, das ist schon Weltklasse. Das ist schon Weltklasse. Aber auch cool zu sehen, die Bayern waren viel, viel schwieriger zu bespielen anscheinend als Real Madrid.